Ja, hier waren wir drin. Sie hat das Licht wieder ausgemacht. Überraschung! Husa! Huch, naja, reden wir mal mit ihr. Hallo, Petra. Ja. Petra. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Nö. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Ich behalte das P. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Tja, das wäre ja. Dann wäre es wohl keine Überraschungsparty mehr. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag Dachte ihm ich nicht, dass die mir. Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay, versprech es. Ich verspreche es ja. Schwöre. Ich Ja. schwöre es. Hoch und heilig. Ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Ich glaube, diese. Die hat noch nicht so ganz. Diese Dame hat noch nicht ganz so den Sinn von Überraschungspartys verstanden. Tja, habe ich so das Gefühl. Interessante Ja, Raumwahl. und das Wie muss man meinst du wirklich das? sagen. Meinst du Das muss nicht, man dass wirklich mehr Leute lassen. gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Überall. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ja, ist das nicht toll, wenn man auf die Toilette kommt und überrascht wird? Ja, in der Bar Wie zum wär's mit der Beispiel. Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort. Stimmt, da Welch hast du recht. Trübsal. Es ist doch seine Aber du Überraschungsparty. könntest in dem Er Raum ist da ein drüber wenig machen, also empfindlich, was sein Alter anbetrifft. dem dunklen Ich Raum. hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Das glaube ich kaum. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Huch, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Wie schaurig. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Tja, dann vielleicht im Aufenthaltsraum. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Dann kann man Adrian, nichts gegen er machen. regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider Na empfängt er dann. nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Gut. Fragen wir Sie das, was wir jeden fragen. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind Hurra. nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almilio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet Emilio? gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, Ach, kannst du der auch mit dem Typ. Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, Wir müssen mit dem Schlüsselmeister reden. Na, dann feier Feier noch noch schön. schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Jetzt mal alles mit
ihr kombinieren. Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, wahre oder? Wahre Worte. Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, dann erfinde einfach etwas. Ganz genau. Die Versuchung ist groß. Aber es wäre einfach nicht Edna-Style. Oh, schade. Ich hätte es gerne gesehen. Die kriegt meinen tollen Kugelschreiber bestimmt nicht. Auch wieder richtig. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen die Chili der Mafia. Pass auf, nützlich Boy! Sie buchstabieren Schmerz! Oh je. Wo stehen die Cocktails? Ich habe eine Bohle in der Schüssel hinter mir angerührt. Du meinst... In der Schüssel hinter ihr. Aber die Stückchen sind schön saftig. Oh je. Oh je. Hurra! Konfetti! Ja. Schade. Als Maulkorb ist er vollkommen ungeeignet. Stimmt. Da hast du recht. Polizei! Das ist eine Razzia! Na endlich! Stellen Sie sie einfach da hinten zu der anderen Pasta, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Die Zickzackschere. Wie schnell komme ich wohl an Ihre Gurgel ran? Vorsicht, Edna! Denk an die Killerspieldebatte. Die Killerspieldebatte? Nein. Das wollen wir nicht darauf beschwören. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Das mussten wir auch mal gemacht haben. Da sind noch genug Becher. Warum können wir die eigentlich nicht aufheben? Psst. Der Spinner soll es nicht merken. Hit, no onion. Kinderspinne. Also ich mag Hitman, sagt Modi. Ja, kein Kommentar. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen. Aber dieses Essen Edna, hier scheint mir ein Spielverderber zu sein. Ich bitte dich. Wenn wir mit dem Essen spielen. Eigentlich spiele ich sehr gerne mit dem Essen, ja, okay. Aber in diesem Bild steckt sich Captain Unbrauchbar heimlich Roastbeef vom Buffet in seine unsichtbare Innentasche. Aha. So eine also. Das ist ein Fall fürs Gesundheitsamt. Definitiv. Ja. Guck mal, Harvey. Fingerfood. Na super. Vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Was ging jetzt, Mann? Nein, ich doch nicht. Zwing mich nicht, hier die ganze Reihe aufzudrücken. Wieso sollte ich auf die Idee kommen, dich dazu zu zwingen? Das ist ja... Tja, mit Chips. Können wir die Chips bemalen? So, jetzt können die armen Chips endlich wieder atmen. Okay. In diesem Bild muss Captain Unbrauchbar eine Tüte Chips essen, ohne dabei Dr. Yo zu wecken. Mhm. Na, mit Chips? Mein Poloschläger isst keine Chips. Schade. Eigentlich ist da kaum etwas. Aber ich meine Harvey natürlich. Harvey. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Tja, ich vergesse es immer wieder. Ich esse lieber keine Chips, bevor die Spurensicherung da war. Auf jeden. Das würdest du machen. Das haben wir noch nicht gemacht. Na, ihr Appetithappen? Es bricht sich. Appetithappen. Ein Brite. Ein britisches Fingerfood. Verstehe. Reden mit
Petra, naja, nicht so. Mit den Urinalen können wir nicht reden. Schade. Mit den Chips. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Och, wie ich den Spruch hasse. Wie ich den Spruch schon immer gehasst habe. Ja, gut. Pokie. Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so, da ganz alleine halt immer brav rausspringt aus dem Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen drauf sitzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bohle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere, aber dass Edna sie partout nicht leiden kann. Das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. In diesem Bild besorgt Captain Unbrauchbar einen Mediamarkt-Gutschein für Nützlich Boys Geburtstag. Werbung. Schleichwerbung. Ja. Das wäre aber ziemlich unhöflich. So kommt es ja nur nicht dran. Seine, das außerdem. Seine Werbemaßnahmen. Mir entfällt gerade das Wort. In diesem okay, Bild. Okay, das war ja das Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd, das muss mir nicht nochmal anhören. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das außerdem. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Ja, ja, okay. Ja, okay, außerdem. Ja. Das kann man sich nicht einmal mehr schön trinken. Stimmt auch wieder. Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Auch gut. Der Dekorateur hatte eindeutig einen Kaffee zu viel. Sehe ich ein. Gut, dann hatten wir, glaube ich, alles. Irgendwas übersehen. Deko. Joa, haben wir den Raum. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Wir werden noch oft hier vorbeikommen müssen. Gut. Hier gibt es noch einen Raum, den wir nicht erledigt haben. Da will ich jetzt mal einen kleinen, aber feinen Cliffhanger machen. Zum Thema PP in Videospielen. Monster Energy in Death Stranding und das Five-Gun-Plakat in Spider-Man Web of Shadows. Mehr sag ich mal nicht. Ich habe weder Death Stranding gespielt, noch das Spider-Man-Spiel. Web of Shadows? Ja. Ich habe Death Stranding und Spider-Man nicht gespielt. Aber gut. Auch Indie-Spiele brauchen ihre PPs, Produktplatzierung, ja genau, so war das Wort. Gut, ich mache einen kleinen Cliffhanger an dieser Stelle und lasse diesen Raum für die nächsten Part, für den nächsten Stream übrig. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream, im nächsten Part auf diesem Kanal wieder. Gut, ich beende diesen Stream an dieser Stelle. Ja, die Stunde haben wir vorbei. Es ist 19 Uhr. Eine Stunde Stream. Bin ich an dieser Stelle. Ich gehe dann mal
in den Wartraum und sag schon mal Tschüss. Haut rein, damit nach oben abonnieren, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja.